Ja, moin moin. Ich habe mal wieder einen Leseschatz mitgebracht. Colignel, nur die Tiere, übersetzt von Anne Thomas. Spielt in den französischen Zentralmassiv, also in der Bergwelt. Vordergründig steht die Einsamkeit, die Suche nach Liebe. Das Buch lässt sich auch keinem wirklichen Genre zuordnen. Spannungsroman, Krimi, Noir, aber es bietet auch viel mehr, weil man einfach die Geschichte und die Komplexität und die Art der Erzählung, dass man aus 5 verschiedenen Perspektiven, jedes Kapitel ist aus einer anderen Perspektive geschrieben, folgt und dass sich erst am Schluss das ganze Bild offenbart, macht dieses Buch zu einem besonderen Spannungsroman. Verfilmt wurde es auch unter dem Titel Die Verschwundene, läuft jetzt demnächst im Kino an. Wie ich schon sagte, das französische Zentralmassiv, eine urbane Landschaft und eine Frau, die mit einem Unternehmer verheiratet ist, wollte eigentlich nur spazieren gehen und ist seitdem verschwunden. Die Dorfgemeinschaft weiß anscheinend mehr oder auch wiederum nicht, wird befragt, aber schweigt sich auch aus. Vordergründig sind es Erzählungen, beziehungsweise jedes Kapitel, wie ich schon sagte, erzählt eine andere Perspektive, sei es die Sozialarbeiterin, die mit einem Landwirt verheiratet ist, aber in der Ehe nicht mehr ganz das erfindet, was sie will und als Sozialarbeiterin halt auch den Landwirten zur Seite steht, wenn die halt Seelsorge haben. So auch der Schafzüchter, den sie eines Tages aufsucht und es entsteht dort eine Liebschaft. Das heißt auch, aus einem erotischen Abenteuer wird aus ihrer Sicht dann mehr. Er ist ein sehr stiller, zurückgezogener Mann, dessen Perspektive wir im zweiten Kapitel dann auch wiederum lesen, der das irgendwie anders wahrnimmt, also aus der, schon diese, das Erotische wahrnimmt, beziehungsweise auch gerne annimmt, aber nicht so die Leidenschaft empfindet und er sich auch verändert, seitdem die Frau im Zentralmassiv halt auch verschwunden ist. Dann kommt natürlich da noch der Mann zu tragen, der Ehemann von der Sozialarbeiterin und dann gab es da noch eine junge Frau, die im Dorf plötzlich auftaucht und alle Blicke auf sich zog, auch besonders von der verschwundenen Frau, wo dort eine auch eine Liebschaft entstanden ist. Und dann gibt es noch jemanden, der halt im Internet unterwegs ist und alle irgendwie Schuld haben oder wiederum auch nicht was wissen oder auch das wiederum nicht. Und die Polizei tappt halt auch im Dunkeln. Und das, der Clou der ganzen Geschichte offenbart sich mit jeder Erzählung weiter, sodass man kapitelweise das Mosaikstein zusammensetzt. Die ganze Beklemmung, das ganze Bedrückende kommt literarisch ja gut zu tragen, dass man ziemlich schnell eintaucht in dieses Zentralmassiv und jeder Erzähler schreibt bzw. erzählt auch in seinem eigenen Sound. Und das ist das Besondere an diesem Buch. Also, ich wünsche spannende und gute Unterhaltung mit Nur die Tiere. Bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Alm & Schmidt und dem Blog Leseschatz, wo Sie immer weitere Lesetipps von mir auch schriftlich fixiert finden. Tschüss!